perfektes Timing, mein Freund. Wir sind hier an einem ganz besonderen Ort, meinem zweiten Zuhause, auch deinem zweiten Zuhause, MMA Spirit. 13 Jahre sind jetzt rum. Wir nehmen euch jetzt einfach mal ein bisschen mit durchs Training, mit durch die ganze Historie und schildern euch mal, was in 13 Jahren alles so passiert ist. Nach 13 Jahren darf ich mir auch ein bisschen Spaß mit Lernen erlauben. Ich habe direkt Ja gesagt, die Uni geschmissen, bin nie wieder in die Uni zurückgekehrt. Gas geben. Egal wie, egal wie. Wer fängt an? Ich. Daniel, wahrscheinlich eine große Konstante hier in 13 Jahren ist das Training mit Wally donnerstags, das Pratzentraining. Wie gestaltet sich das Ganze? Das Pratzentraining fängt mit einem lockeren Warm-up an und dann ist es in der Regel so, dass wir 7 Runden hart an den Pratzen pushen, mit unterschiedlichen Aufgaben teilweise an den Pratzen, teilweise individuell eingestellt auf die einzelnen Kämpfer, je nachdem wie die Gegnerpaarung für anstehende Kämpfe aussieht, dass da mal variiert wird, vielleicht mit Takedown-Eingängen oder mehr Kicks, vermehrt Kicks eingebaut oder komplett auf Cardio-Zerstörung, alles dabei. Wenn du kurz beschreiben müsstest, was Wally's Striking-Stil ausmacht, wie wäre das? Wally's Striking-Stil baut sich auf einem richtig krassen Fundament auf. Sein Fundament ist die Bewegung und die Defense. Der Jab, darauf baut sich im Prinzip sein Game auf. Was ich speziell bei mir feststellen konnte, ist einfach, dass ich so eine Sicherheit im Stand bekommen habe durch seine Defense-Arbeit und seine Footwork. Und dadurch konnte ich eben auf alles Mögliche aufbauen. So wie es einfach in allen Sportarten quasi ist, egal ob Ring oder Jiu-Jitsu, wenn das Fundament steht, dann kannst du anfangen aufzubauen und auszubauen. Max had the DVD at home and he never watched it. Weißt du, was sich auch verändert hat? Die Frisuren und der Haarwuchs hat sich in 13 Jahren auch sehr stark verändert. Ja. Ich glaube auch, du hast heute mehr Haare als vor 13 Jahren, oder? Ja, da ist was dran. Okay, einmal rum dann. Jetzt habe ich die Augenbraue wie du, Raser. Seit wirklich langer Zeit kümmere ich mich im Übrigen auch um die Musik, die musikalische Vielfalt in diesem Gym. Anfangs heimlich. Mittlerweile bin ich hier der Gym-DJ. Wie ist es dazu gekommen? Früher war es ja so, dass Coach selbst die Musik gemacht hat. Heute bist du der DJ. Naja, immer in Absprache. So, ich meine, ich habe immer viel Musik, ich höre viel Musik. Früher hat mir eine andere Anlage angestöpselt und dann ging es recht unkompliziert und sehr schnell. Eine CD, die haben wir ein Jahr lang durchgehört. Das stimmt. Ich weiß nicht, kein Mensch konnte die mehr hören. Das stimmt. Ich glaub, einer und dann war sie Max aus Versehen kaputt. Dann war sie aus Versehen kaputt, die CD vom Korb. Ich weiß nicht, wer es war, aber die CD war kaputt. Zerkratzt, beschädigt. Nachdem du jetzt 13 Jahre hier auf höchstem Niveau trainiert hast, stehst du natürlich wo ganz anders in deiner Karriere. Du bist ein gestandener Veteran, die Basics sind dir alle bekannt. Woran arbeitest du nach so einer langen Zeit noch? Gerade im MMA ist es ja so, dass man im Prinzip, dass es immer was zu tun gibt, egal in welchem Bereich. Manche Menschen verbringen ein ganzes Leben lang nur mit Ringen, nur mit Jiu-Jitsu oder nur mit Striking. Und wir versuchen deshalb, alles in eine Karriere zu packen. Deshalb gibt es immer was, woran man arbeiten kann. Den eigenen Stil zu optimieren, ja, für das MMA,
und dann immer wieder in die Verbindung zu gehen, vom Striking zum Ring und wieder zurück. Und am Ende, je besser diese Teile kombiniert werden, ja, desto kompletter wird man eben als Kämpfer. Bisschen Spaß nach 13 Jahren darf man manchmal haben. Im Coach ist es immer sehr hart und streng. Nach 13 Jahren darf ich mir auch ein bisschen Spaß mit Lernen erlauben. Das Beste für eure Regeneration nach dem Training. ESN IsoClear. Richtig brutal. Und mit Code SPIRIT bekommt ihr maximale Rabatte bei ESN. Fazit zur Trainingssession? Ja, gut gepusht heute. Ich glaube, 7 oder 8 Runden haben wir gemacht. Ja, Tempo war schon okay. Gutes Training. Wenn du das Training jetzt, die Trainingsqualität vergleichst zu den Anfängen deiner Karriere, was unterscheidet sich da? Jetzt ist natürlich viel strukturierter auf MMA bezogen. Am Anfang hast du halt nur reines Striking trainiert, ohne jetzt auf die Aspekte wie Ringen oder auch Boden zu achten. Und jetzt ist es halt direkt integriert. Und das macht halt den Unterschied dann auch im Kampf aus. Training ist vorbei. Mittlerweile kennt dich Deutschland als Profi-Kampfsportler. Aber das war nicht immer so. Du hast dich irgendwann mal hier angemeldet. Und wie kam es dann eigentlich zu der Entscheidung, Profisportler zu werden? Irgendwie war das nie meine Entscheidung. Ich habe ganz normal mittrainiert und habe irgendwann, da habe ich noch studiert, von Nils einen Anruf bekommen, ob ich nicht Lust habe, in Dänemark zu kämpfen. Das wäre dann auch mein erster Profi-MMA-Kampf. Ich habe direkt Ja gesagt. Hab die Uni geschmissen, bin nie wieder in die Uni zurückgekehrt. Das ist so das Ding. Das war 2011. So ist dann eins zum anderen gekommen. Ich habe dann gekämpft, hab meinen ersten Profikampf gewonnen, hab dann Halligalli gemacht und irgendwann kam dann Nils und hat gemeint, es gäbe die Möglichkeit, jetzt nochmal zu kämpfen. So fing es dann an, dass ich dann Stück für Stück diese Struktur beigebracht bekommen habe. Und das habe ich auch gebraucht, denn man kann da nicht einfach durchdrehen. Und das ist eine Sache, die musste ich lernen. Das war auch ganz wichtig für mich, dass man ein wirklicher Profi wird. Es gibt ja Profi und Profi. Leute, die machen einen Profikampf, aber es gibt auch wirkliche Profiathleten. So wie Daniel zum Beispiel war, der dann sagt, okay, ich habe gekämpft, jetzt gucke ich, dass ich regeneriere. Nicht, dass ich dann durchdrehe, feiere und wieder fresse, sondern dass man eine Regelung findet. Und das war mein Glück, dass ich Nils und dass ich Daniel hatte, denn die haben mir es einfach beigebracht. Und so ist dann halt einfach eine professionelle Karriere entstanden. Du hattest ja schon eine lange Profikarriere, bevor das MMA Spirit bestand. Was hat sich verändert, seitdem du hier bist? Ich muss sagen, erst seitdem das MMA Spirit da war, wurde es richtig professionell, was Vorbereitung und ja, Trainingscamp-mäßig diese Sachen alles anging. Vorher war es eben so, du hast Ringen in einem Verein trainiert, du hast Jiu-Jitsu mit einer Gruppe Leute irgendwo trainiert, hast dich getroffen und hast Striking nochmal woanders trainiert, bist immer von einem Ort zum anderen gefahren, unendliche Kilometer, unendliche Stunden im Auto, um eben dein Training zusammenzukriegen. Und ab dem MMA Spirit war halt einfach alles unter einem Dach. Nicht nur auf den Kampfsport bezogen, sondern auch das Fitnessstudio ist dabei. Du kannst also Cardio, Zirkel, auch alles an einem Ort machen. Du hast einen Physiotherapeuten. Alles ist im Prinzip in direkter Reichweite, was natürlich eine Vorbereitung wesentlich angenehmer macht. Ja, du kannst dich aufs Wesentliche konzentrieren. Somit war die Grundlage für eine richtig professionelle Vorbereitung mit dem MMA Spirit geschaffen. Das war's für heute vom Pratzentraining. Wir sehen uns morgen auf dem Track.
Wir sind hier auf dem Track mit Fabrizio und allen, die trainieren, die Kämpfe anstehen haben. Und jetzt werden wir Fabrizio Grundlagen aufsauern, Sprints werden wir, glaube ich, heute machen. Was ist der heutige Trainingsinhalt? Es verändert sich ja nicht so viel, weil wir eine Periodisierung haben. Das heißt, so wie mittwochs die Krafttrainings anstehen, stehen hier auf der Bahn die Grundlagenausdauer durch Runden, 400 Meter Runden und Sprints, um ein bisschen Explosivkraft noch mit reinzubekommen. Seit wie vielen Jahren arbeitest du jetzt mit den Athleten vom MMA Spirit zusammen? Ja, 2017, Ende 2017 haben wir, glaube ich, angefangen. Wie wichtig ist es, neben dem sportspezifischen Training, wie jetzt beispielsweise Brazilian Jiu-Jitsu, Striking, Ringen, Athletiktraining zu betreiben? Also alles, was einen so ein bisschen aus den gewohnten Bewegungen rausbringt, unterstützt natürlich bei den anderen Sportarten auch. Also ich sage immer so, bei einem bestimmten Level, da reicht nicht mehr, möglichst viel Training mit demselben zu machen, sondern man muss auch an den kleinen Rädchen drehen, um sich weiterhin verbessern zu können. Und die Sportarten, die sie jetzt machen, also jetzt gerade im Striking, wie du gefragt hast, da haben die ja praktisch immer eine Standposition. Und jetzt hier bei so metrischen Sportarten wie Sprinten, da ist natürlich beide Seiten gefragt, man muss beide Seiten trainieren. Koordination, Körper ein bisschen kennenlernen, man sieht es ja jetzt hier bei den koordinativen Übungen, dass es ja dann doch nicht so leicht ist. Ich habe eben gerade schon einen Coach gefragt, seit wann ihr zusammenarbeitet. Seit circa 2017. Was würdest du sagen, wie hat sich deine Performance seit diesem Zeitpunkt verändert mit Athletiktraining? Ich glaube, dass sich das einfach auf den Körper ausgewirkt hat, dass der Körper variabler geworden ist, weil einfach nochmal ein ganz anderes Bewegungsspektrum ins Training eingeflossen ist. Das, glaube ich, ist der größte Vorteil bei diesem Training, bei der Arbeit mit Fabrizio, ist halt auch immer mal was Neues, neuer Input und der tut immer gut. Wenn du zurückdenkst an die Zeit vor dem Spirit, wo solche Trainingsmöglichkeiten vielleicht noch nicht verfügbar waren, wie sehr hättest du dir damals gewünscht, schon so eine Professionalität zu haben? Das war immer ein Wunsch, eine professionelle Trainingsmöglichkeit zu haben. Deshalb ist man ja für ein Trainingscamp nach Amerika geflogen oder nach Brasilien, um die besten Möglichkeiten für eine Vorbereitung oder für die eigene Entwicklung zu haben. Ja, das gab es damals in Deutschland, in Europa nicht. Wie gesagt, ich bin nach Brasilien geflogen, ich bin nach Kalifornien geflogen, um Trainingscamp auf bestmöglicher Ebene zu absolvieren. Und ich muss sagen, dass das, was das MMA Spirit heute für Möglichkeiten bietet, habe ich nirgends gesehen. Also nirgends gesehen im Sinne von Equipment, Ausstattung, aber auch vom Trainer, Know-how und vom Team insgesamt. Mal direkt dort starten und startet nicht wieder bei null. Genauso zeigst du heute den Kids, wie es gemacht wird, oder wirst du vorgeführt? Ich glaube, dass da schon Alter eine kleine Rolle spielen kann. Ich habe auch so den vorherigen Einheiten gemerkt, so sprintmäßig. Das ist schon gutes Potenzial, kann man nichts sagen. Aber natürlich probiere ich es. Auf die Plätze, go! Und? Aber jetzt wart ihr auch fast so schnell wie Gas geben. Egal wie. Alter ist egal. Wer hat jetzt besser abgeschnitten? Wir waren ziemlich gleich, glaube ich. Eine Runde musst du dir auf jeden Fall vorführen, das geht so nicht. Das war ja die erste. War mal Runde. Eine gute kommt noch. In knapp 13 Jahren
MMA Spirit. Also bist natürlich du, Max und alle, die dabei waren, seid ihr unfassbar gewachsen innerhalb vom Sport und auch persönlich. Du hast deinen Schwarzgurt bekommen, du hast auch Max beispielsweise den Schwarzgurt verliehen. Was hat sich alles so geändert in diesen 13 Jahren? Es haben sich extrem viele Dinge geändert im Gym. Von der Ausstattung her ist es immer professioneller geworden. Aber nicht nur die Dinge im Gym haben sich geändert, sondern wir haben auch die ganze Welt bereist. Wir waren bei Bellator, wir waren bei PFL, bei M1. Ja. Wir haben im Prinzip den ganzen Globus bereist, haben überall gekämpft, sind durch Höhen und Tiefen gegangen. Kämpfen ist nicht nur Gewinnen, ist es genauso, gehört auch Verlieren mit dazu. So haben wir alle Höhen und Tiefen in diesen 13 Jahren im Prinzip als Team zusammen durchlebt und sind dadurch auch enger zusammengewachsen. Und somit hat sich in den 13 Jahren ja, das ganze Team geformt und es ist ganz, ganz viel passiert und es hat sich ganz viel verändert. Abschließende Frage. Du hast die ersten 13 Jahre vom MMA Spirit mitbekommen. Was glaubst du, wie die nächsten 13 Jahre verlaufen werden? Ich glaube, die nächsten 13 Jahre werden zeigen, wer die neue Generation im MMA Spirit sein wird. Ja, viele neue, junge Kämpfer sind da. Es wird sich zeigen, wie viel Disziplin steckt in denen, wie groß ist das Feuer. Und wir, die jetzt schon länger, sage ich mal, dabei sind, Christian, Stefan, Max und ich, wir werden weitergeben, was wir an Erfahrung gesammelt haben in den letzten 13 Jahren. Wir werden natürlich auch noch Gas geben, so gut wir können. Aber die nächsten 13 Jahre wird sich die neue Generation zeigen, wo es hingeht.